Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von Strife. Heute spielen wir Ace. Ist jetzt die Frage, ob ich ihn auch gut beherrsche. Ich meine, immerhin ist es mein erstes Mal jetzt doch mit ihm. Ich habe es probiert, ihn mal zu zocken. Allerdings, ging das mehr in die Hose. Deswegen zählt das jetzt erst als offizielles erstes Mal. Gut, wir starten mit diesem Blade, Fell Blade of Faunus mit einem Heiltrank und einem Mana-Trank und dann kaufen wir jetzt ganz mal die Recombat-Items, würde ich mal sagen. So, wir starten im lila Team, wer ist jetzt in LoL, beziehungsweise jetzt halt im grünen Team oder was das darstellen soll. Welche Ability machen wir? Das ist dieser Kreis. Target Position to Let der Dealing. Okay, slowt ein bisschen, macht Damage, was macht das? Spin 4, Icicles reducing incoming damage by 20. Ah, okay. Okay. Na gut, ich würde jetzt einfach mal sagen, die Q. Wer lädt da jetzt noch? 96%, okay. Leider haben die Gegner auch einen Ace, sonst wäre es mal ein Spiel, wo kein Champ doppelt drin ist, aber nein, der Ace der ist einfach zu OP, den will einfach jeder zocken. Ich gehe wieder top, habe ich jetzt gerade Bock drauf. Will anscheinend eh keiner. Gut, geht ab wie ein Schnitzel und unser Krebs ist auch schon da. Back to the original plant. Cheats shot for the win. Aha, okay. Mundo go top, please. ja, das ist, der heißt Mundo. Oh, ich dachte, es wäre irgendwie. Achso, das ist ja im Gegnerteam. Ich dachte, es wäre eine Anspielung auf den, weil der so extrem geil aussieht. Also, so extrem aussieht wie Mundo. Didn't know you can space your name in this game. Was meint denn der jetzt mit? Ach so. Ah, das ist eine Leerzeile. Ah, wegen dem Mr. Mundo. Ja gut, habe ich gar nicht ausprobiert, wenn ich ehrlich bin. Minister Mundo, nicht Mr. Mundo. Oh, der sieht ja geil aus. Das ist der Buu, oder? Ja, den wollte ich auch schon mal so. Wow. Okay, wir gehen rein. Okay, ist glaube ich nicht so klug, da reinzugehen. Wie er läuft, das ist. Er läuft halt wie der größte Vollidiot auf der Welt, der Ace. Naja, muss man sich wohl dran gewöhnen. Oh oh. Oh, wir haben gegen zwei Fernkämpfer, das ist ja richtig mies. Ah, das wird ja ein Spaß. Spiele ich ihn einmal und dann unter solchen unfairen Bedingungen. Wie groß ist denn da eigentlich der Radius? Ja, toll, das sieht man nicht. Blöd. Na egal, muss ich da mal ausprobieren. Nun denn, jetzt müssen die Minions eigentlich auch langsamer kommen. Jo, da sind sie. Die Axt von dem ist auch ein bisschen komisch, also ein bisschen groß. Naja, so. Jetzt muss ich gleich mal schauen. Oh, okay, gut, das war schon mal nicht in Range. Naja, tried. Gut, ich muss wohl warten, bis ich ein paar mehr Skills habe, weil mit der W könnte man da eigentlich schon eine Combo machen, glaube ich. Da die Q ja eigentlich sehr viel Schaden machen müsste, so wie ich das bisher gesehen habe bei dem Ace, dann könnte da schon richtig fett Damage entstehen, also auf jeden Fall. So, die Q reinballern für ein paar Last Hits und wieder Abgang machen. Na gut. Ist halt natürlich ein bisschen mies. Zwei Fernkämpfer gegen zwei Nahkämpfer. Es ist halt schon nicht so geil. Oh, wir machen aber schon viel Damage. Oh oh. Okay, jetzt die W. So wie ich das jetzt. Target Position. Okay, dann springt er da dann rein. Okay. Gut, das probieren wir jetzt gleich mal. So, auf die da. Zack, 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 zack. What the fuck? Macht der ein Damage? Crazy shit, macht der einen Schaden? Ja, leckt's mich doch. Ja, kein Wunder, dass den alle zocken. Das ist ja mal richtig OP. Der springt da einfach rein und zerburstet die Gegner vom Allerfeinsten. Also hätte die Typin da kein Heal, dann wäre die jetzt Docker down gewesen. Das hätte die nie im Leben überlebt.
Naja, okay. Man kann sich die Items, die man sich kauft, also wenn ich jetzt ein Item kaufe, das könnte ich mir von so einem Eichhörnchen auf die Lane schicken lassen. Das ist ähnlich wie ein Dota mit dem Esel oder, ja, kann man sich auch ein Eichhörnchen, glaube ich, holen. Was es da war, ein Drache war es, glaube ich, oder irgendwie sowas. Jedenfalls kann man das hier auch machen. Ist recht nice. Ich benutze es eher selten, weil meistens habe ich gar nicht genug Kohle für so ein... So, zack. Oh, verdammt, oh, verdammt, oh, verdammt. Gut. Ah, der andere Typ hat auch nicht wirklich was gemacht, um mir da zu helfen. Egal, ich will jetzt nicht irgendwas sagen. Oh, 8 Gold. Ja, irgendwas anderes kaufen. Oh, das ist nice. 2 Heal pro Sekunde. Okay, das ist ziemlich geil. Okidoki, dann ab zurück auf die Lane. Gut. Wir bilden natürlich auf Tank, beziehungsweise Recombinant Items sind die Tank Items. Das hoffe ich doch zumindest. Naja, momentan, Moment mal, jetzt könnte ich ja von unten kommen. Jetzt muss ich mal schauen, was macht die eh nochmal? Okay. Na, ich weiß nicht, ich glaube, ich gehe da jetzt. Okay, er will rein. Zack, 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 zack. Okay, die E. Ja, was hat die E gemacht? Ach, das ist ein Slow, so. Ja, natürlich, nimm nur den Kill, ich wollte ihn ja nicht. Egal, okay, war schon mal gute Arbeit. Auf jeden Fall richtig geiler Champ. Also der Engage mit dem W, das ist ziemlich geil. Also vor allem gegen Fernkämpfer, weil da ist halt die Entfernung, bringt denen halt nichts mehr, weil ich halt einfach an die Rand springe. Das einfach nochmal machen. Zack, zack. Was? Kein Mana für die Kuh? Oh, oh, schade. Boah, puh, da hat mich jetzt der Krebs gerettet. Nice. Ja, würde ich fast sagen. Ja, wobei, nee, doch, die Kuh. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, die W, aber da man die W ja nicht immer hundertprozentig trifft, die ja eigentlich mehr zum Rand springen, als zum wirklich Damage machen ist, würde ich mal sagen, machen wir da lieber die Kuh. Naja, gut. Wow. Oh, ich dachte schon, da kommt jetzt irgendein Gegner angesprungen. Ah, nice, der heilt uns. Das ist ja chillig. Wie lange hält denn das? Ach, das ist saugeil. Okay, das ist eine richtige Wombo-Kombo hier auf der Top-Lane. Ein Healer plus einer, der einfach nur krass fetten Damage macht. Verdammt, sich ein Last Hit verkackt. Ah, der macht halt nicht so viel Schaden mit seinen Basic-Attacks. Kommt mir zumindest so vor irgendwie. Also, der Vermilion macht eindeutig mehr. Mein momentaner Lieblings-Champion im Spiel, weil es gibt ja auch nur... Ah! Die Crowd Control von der ist ein bisschen zu krass, also Crowd Control. Die übertreibt ein bisschen. Aber nicht nur ein bisschen, das ist ja richtig krass. Einfach mal 3 Sekunden lang kannst du gar nichts mehr machen. Naja, das Blöde ist halt immer noch, dass die 2 Fernkämpfer sind. Aber, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich engagen soll. Egal, ich mach's einfach. Zack. Okay, gut. Ist schon mal richtig gefailt. Wie die mich slowt. Das ist ja so OP. Ich muss halt einfach nichts machen. Die macht einfach nur ihre Skills und schon kann ich mich kaum noch bewegen und kaum noch angreifen und kaum noch wegrennen. Bisschen krass. Scheint mehr so ein Supporter zu sein, weil Damage macht sie zwar jetzt nicht wenig, aber hauptsächlich Damage macht schon der andere. Also kommt mir zumindest so vor. Ah, okay, jetzt kommt er von unten, oder... Ja, was macht der? Achso, der Jungle Tower. Ja, es lastet mit dem, klappt jetzt irgendwie nicht so wirklich. Okay, der Dr. Mundo-Verschnitt mit der Zunge aus dem Maul ist schon mal gestorben von den Gegnern. Wobei, jetzt nochmal probieren. Zack. Okay. Ey, das ist doch... Was ist denn das für ein Heal? Ich mache hier die Hälfte von ihrem Leben weg und dann zack, ist es einfach wieder da. Das ist ja mal... Was zum Teufel? Ah, heals you for 50... Was? What the fuck ist denn das bitte? Die heilt sich mit 50% von dem Mana, das sie ausgibt? Ja, übertreibt doch. Das heißt, wenn sie Skills benutzt, dann heilt sie sich damit hoch. Ist ja mal OP.
Target Enemy TV. Okay, gut. Das ist Ace in the Hole, ja. Das ist das mit dem Darius-Ulti-Verschnitt, habe ich ja schon gesagt. Also es ist wirklich sehr wie Darius. Also die Q und die Ulti sind schon... kommen mir schon so vor, als wären das ziemlich genau die gleichen Skills. Nein. Egal. Ich würde jetzt mal sagen, wir greifen den Typen an. Weil die andere anzugreifen ist recht sinnlos, weil... die sich ja eh immer... Also das mit dem Mana ist so OP. Hält sich halt einfach mit 50% von dem Mana, das sie ausgibt, hoch. Das finde ich ist ein bisschen crazy. Oh oh. Ach, scheiß drauf. Rein. Rein. Nice. Komm schon, mach Ulti. Ja, da ist er down. Er ist eher down. Ja, auf die andere zu gehen, wie gesagt, die macht zwar richtig krassen Damage, aber es macht halt keinen Sinn, weil sie sich einfach so schnell wieder hochheilt. Da macht es mehr Sinn, den anderen da rumzuhauen. Damit wir einfach nur ein paar Kills kriegen und damit wir sie dann auch killen können. So, ich merke gerade, ich habe sau viel Geld. Deswegen hole ich mir jetzt. Ja, hol mir das Item komplett. Das Item auch noch komplett. Dann holen wir uns als nächstes die Boots. Und dann hole ich mir die Sachen jetzt. Eichhörnchen, komm her. Gut. Jungle wieder da unten. Kann er ruhig machen. Oh, nice. Zeit uns eh hoch. Mein Eichhörnchen ist auch unterwegs. Passt doch. Oh, er geht aber back. Okay. Okay, da kommt mein Eichhörnchen mit meinen Items. Okay. Ulti haben wir auch gleich wieder. Allerdings ist jetzt der Typ wieder da. Naja. Die Kuh hoch. Die macht schon richtig geilen Damage. Oh, der W von dem, wie heißt der gleich wieder? Vex ist richtig geil. Ich habe den auch schon gezockt. Allerdings nicht so... Ja, ich sag mal, ja... Schaut euch diesen Heal an, das ist doch nicht normal. Und schon wieder gestunt und kann nichts machen. Oh, das ist eine Syrah. Die kann halt Pflanzen beschwören auch noch. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Scheiße. Okay, es ist eindeutig Zeit wegzugehen. Das war die Ulti vom Vex, das ist Ranspringen. Bin ich gerade noch kurz weggekommen und mein Krebs hat dafür gesorgt, dass er mich nicht stunnen konnte. War natürlich auch geil. So. Kein Geld für die Boots, egal. Auf und davon zurück auf die Lane. Das Blöde war die wie heißt denn die eigentlich? Lady Tinder, oder ist es die? Melody? Nee, es ist die Lady Tinder. Die war nicht in Range für die Ulti, weil ich glaube, das hätte sie sogar gekillt. Also so wenig Leben, wie die hatte, ist, glaube ich schon, dass es sie gekillt hätte. Na gut, ich glaube, die wissen, dass ich komme. Wartet. Nein? Wieso? Kann der nicht über die Wand springen? Doch. Also, es geht doch. Läuft bei uns. Mist. Aber wie viel Mana der verbraucht, ist ein bisschen heftig für einen Top-Laner, Schrägstrich. One and Wonder, also nicht AD Carry und nicht AP. Naja, wenn ich einmal nah genug für die Ulti komme, könnte ich sie eigentlich killen. Komm schon, Ulti. Was? Was? Wieso ist die Ulti auf Cooldown? Ach so, nein, das ist das Mana, das ich brauche. Oh, 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 ich genug Mana. Verdammt. Oh, scheiße. Macht so ein Damage, man hat so ein Heal und die ist einfach nur OP. Naja, egal. Aber der andere Typ ist auch ziemlich nice, der Boo. Weil er für Damage-mäßig eigentlich nicht so viel macht. Hat es mit der Ulti, dass er sich da hochheilen kann. Mich auch. Und dieser eine Speerwurf da ist schon ziemlich genial. Naja, okay. Jetzt könnten wir es nochmal probieren. Wenn ich jetzt die Ulti treffen würde. Okay, er probiert es von hinten. Okay, drauf. Zack! Nice. Ist wieder kein Ulti, kein Mana für die Ulti. Leider. Naja, egal. Jetzt habe ich 3 Assists, was ich nicht so geil finde. Oh, nice. Halt uns wieder hoch. Aber egal, Hauptsache die Typen sind tot.
Oh, oh, Ulti, Ulti. Oh, schade. Wobei, wenn ich reinspringe und dann Ulti mache, dann reicht das Mana, glaube ich, nicht. 100 und 100 und ich habe 252. Ja, alle meine Skills kosten mehr Mana, als ich insgesamt habe. Das ist ein bisschen krass. Oh, oh. Oh, oh. Okay, konnte ich jetzt leider nichts machen. Mitten in der Tower Range gestorben. Dammit, 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 dammit. Warum ist denn der Typ eigentlich Level 9 und ich erst Level 8? Bisschen unfair. Na gut, aber mir fehlt eigentlich schon noch ziemlich viel zu Level 9. Wenn man sich jetzt mal so anschaut. Mir fällt gerade auf, ich habe wieder ein bisschen mehr Kohle, wo man jetzt einfach die Boots und Eichhörnchen. Wo ist mir? Also das mit den Eichhörnchen ist schon ziemlich genial, ne? Wobei, ja, Eichhörnchen, die einem Waffen auf dem Schlachtfeld bringen, ist nicht so wirklich vom Sinn her geil, aber ist auf jeden Fall recht nützlich. Ja. Okay. Jetzt würde ich mal sagen, drauf. Oh, Krebs, perfekt. Gehen wir einfach auf den Kerl, der kann nichts machen, das ist das Geniale. Schon, nice. Und ich habe auch mal einen Kill bekommen. Genial. So muss das sein. Also, die Lady Tinder, ich glaube, ja, die sollten wir einfach ignorieren ab sofort. Die macht zu viel Heal Damage und alles andere auch. Und, ach, schade, Sprung verkackt. Egal, ich gehe jetzt mal back. Ich habe ziemlich wenig Mana. Und schauen wir mal. Oh, das haben wir auch schon. Wir sind schon, eigentlich sind wir schon recht weit mit dem Bild. Ich meine, es sind nur noch drei Items. Grants Armor and Magic Armor. Passively deals Damage to Near. Ah, okay. Das ist ein Sonnenfeuer-Umhang. Genial. Geil. Oh, cool. Ein Sandfeuer-Umhang. Jetzt muss ich mal schauen, was die Boots denn eigentlich machen. Activate to purge CC from 7 from Magic Missile. Used while disabled. Hä? May be used while disabled? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, was das heißt. Also, dass man Disconnect bekommt und... Nee, wahrscheinlich ja nicht. Dass es einfach so die Crowd Control wegmacht, wenn man sie benutzt. Also, wenn man sie nicht benutzt. Oh, verdammt. Wieder mal. Ich find's ein bisschen behindert von ihm, dass er immer am Tower ganken will. Ich meine, wir sollten einfach warten, bis die wieder so krass gepusht haben. Und sie dann erst angreifen. Ich meine, es ist ein bisschen... greedy, da immer den Tower Dive zu starten, beziehungsweise so nah am Tower zu kämpfen, sie zieht ihn dann rein. Naja. Wow. Ja, ping doch. Ping doch. Okay. 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 Schade. Schade, schade, schade. War eine bad reaction von mir, aber der ist auch echt, der ist echt sau überraschend gekommen. Muss ich jetzt einfach mal gestehen. War natürlich auch ein Fick davon. What the fuck? Ah! Wie viel Damage das Viech macht. Und es greift halt nur mich an. Es ignoriert die Minions. Level up. Die E benutze ich eigentlich kaum, beziehungsweise ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich die E falsch benutze. Was zum... Oh, verdammt. Puh. Hä, wieso bin ich jetzt da nicht weggesprungen? Weil manchmal sind die Skills irgendwie so... Die reagieren nicht richtig. Ah, ich sehe gerade hier wieder ziemlich viel Geld. Wobei ich würde eigentlich auf das hier sparen, auf das Power Relic. Und der Mu gankt jetzt andere Lanes. Naja, schade für mich eigentlich, weil hier alleine gegen die beiden zu kämpfen, war jetzt nicht so wirklich Bock drauf. Und die lässt mich nicht mehr farmen. Na egal, ein Tower farmen geht ja auch. So. Zack, zack. Oh verdammt, Abgang, 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 Abgang. Puh. Okay. Oh, der Bu kommt von hinten. Ah, zack. Geh doch auf den. Geh doch drauf, geh doch drauf. Okay, gleich habe ich meinen Sprung fertig, falls er irgendwie noch abhauen könnte. Okay. Gut, hat sich erledigt. Gut Job, gut Job. Jetzt da bloß nicht hingehen. Bloß nicht hingehen. Okay.
Gut, es läuft doch gar nicht mal so schlecht. Also ich habe jetzt 2, 1 und 5 Assists. Läuft doch. Aber bisher gefällt mir der Champ echt richtig geil. Also gut, dass wir jetzt gegen so ein Fernkämpfer-Team, beziehungsweise gegen eine Fernkämpfer-Toplane kämpfen, ist nicht so nice, aber naja. Wir könnten den bei dir machen. Jo, haben wir. Oh, ups, haben wir sowieso vor. Gut. Zack, 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 zack. Und nochmal draufspringen. Und was ich genial finde, ist, dass man die Minion, die Ulti sind so auch auf die Zendera und Baldi, also auf die großen Bossmonster im Jungle auch machen kann. Kann man bei LoL nicht, bei den meisten Champs zumindest nicht. Also. Ja, gut. Solche Ultis wie Pantheon oder so, wo einfach nur draufspringt. Ja. Ist jetzt nicht wirklich direkt auf das Jungle-Viech bezogen, sondern es macht halt einfach nur Flächendamage. Wenn das Viech da zufällig steht, kriegt es halt auch Schaden. Hier ist halt so, man macht es wirklich direkt auf den vollkommen beabsichtigt. Und what the fuck, was macht der für ein Damage, der Hail? Oh, der ist Level 13. Oh, okay, gut, dann verstehe ich das natürlich. Na gut, das... Oh, oh. Sorry, Kumpel, aber ich... Oh, oh. Ja, kann ich leider auch nicht viel tun. Gegen drei Leute. Aber jetzt zack, zack. Oh damn, ich habe keinen Mana für die Ulti. Ich habe keinen Mana für irgendwas. Ah! Okay. Nice. Ich habe keinen Assist bekommen, WTF. Ich habe noch angegriffen vorhin. Ah, was macht der denn? Jetzt macht die Ulti noch mehr Schaden, allerdings habe ich nie Mana für die Ulti. Ja! Ja, jetzt einfach nochmal die Q reinballern. Ich brauche mal irgendwas mit Mana-Regeneration. Das ist so krass. Ich habe nie volles Mana oder auch nur annähernd volles Mana. Hm. Kotzt mich ein bisschen an momentan. Ich sehe gerade, what the fuck, ich habe 3000 Gold. GG, sage ich dann. Hol es mir mal und... Na gut, egal, ich hole mir jetzt erstmal dieses Inferno-Teil. Ja, wir müssten auch mal den Top-Tower langsam down kriegen. Ich glaube, wir sind die einzige Lane, die noch keinen Tower geschafft hat. The Lady Tinder, die ist so OP. Langsam frustriert sein, richtig gegen die zu zocken. Ah, Dankeschön. Das ist ein super Eichhörnchen. Jetzt wäre noch 1400. Dann haben wir sogar schon das Inferno-Dingenskirchens. Sonnenfeuerroman könnte man auch sagen. Ja, ob. Wollen die Sendera machen? Oder die Gegner? Ich camp jetzt hier mal kurz in den Busch drin. Ich glaube, wenn ich sie wirklich direkt angreife, dann kann sie mich nicht killen. Okay. Okay. GG. Komm schon. Mach doch Ulti, mach doch Ulti. Mach doch Ulti. Ja, schönes Ding. Killstreak. Oh, verdammt. Oh, verdammt, da oben steht ja noch ein Tower. Gut. Okay, dann mache ich hier nochmal die Minions im Jungle. Wenn die keine haben will, dann nehme ich sie mir. Ja, da haben wir sie jetzt endlich mal gekillt. Ich sehe gerade, drei Leute von den Gegnern sind tot. Sprich, wir können den Tower super gut durchpushen. So, jetzt einfach nur schnell die Minions hier platt machen. Dann können wir den Tower zerstören. Ein paar Sekunden haben wir noch. Das sollte eigentlich reichen. Ich meine, die sind so krass. Ja, doch, das läuft doch. Schöne Sache. Oh, verdammt, da springt dieser Vex rein. Weil das... Oh, verdammt, die ist auch wieder da. Nein, lauf! Ich bin halt so tanky. Ich kriege mich nicht down. Das finde ich ziemlich geil. Egal, ich gehe jetzt kurz weg, weil das Mana-Problem kotzt mich gerade wieder an. Und das Item kann ich mir fertig holen. Oh, die engagen schon wieder. Den Inferno-Brand. Fertig. Und Magic Armor. It's part of all Magic Damage taken. Wow, das ist ja genial. Ah, okay. Dann weiß ich ja schon, was ich mir als nächstes will.
Okay, jetzt ist da oben ein fetter Fight am Start gewesen. Ich war nicht dabei. Mir fällt gerade auf, ich habe die Boots nicht benutzt, gerade eben, als ich am Tower gestunt wurde. Ich habe es zwar trotzdem weggeschafft, aber ich hätte es auch leichter weggeschafft. So. Jetzt gibt's aufs Maul, Jungs. Jetzt gibt's richtig schön aufs Maul. Und das reicht nicht. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Übertreibt doch, wie viel Schaden der macht. Aber ihr seht, die Ulti, die hat richtig fetten Damage gemacht. Leider hat's nicht gereicht. Wow. Ach, jetzt dachte ich gerade, es wäre ein Gegner. Jetzt richtig fett. Wow. Keine Minions mehr. Okay. Ich bleib jetzt lieber. Oh, nice. Geil. So. Okidoki. Es geht hier übrigens nur bis Level 15. Ich weiß gar nicht, ob ich das im letzten Spiel schon erklärt habe. Hat eigentlich keinen besonderen Grund. Also es ist halt einfach ein anderes System als bei LOL oder bei Dota. Bei Dota weiß ich allerdings nicht, wie weit es geht, aber ich glaube, da geht es auch bis Level 18. Naja. Okay, er will fighten. Ich komme. What the Boots, Boots, rettet mich, Boots. Das Lustige ist halt, dass die Boots und die Krabbe genau die gleichen Effekte haben. Ah, ne, da komme ich wahrscheinlich nicht weg. Komm schon, 3 Sekunden, 2, 2, 1. Los, 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 los. Kein Mana, kein Mana. Und ich komme weg. Heilige Scheiße, ich komme weg. Oh mein Gott, I'm so fucking genius. Oh, es wird nicht zensiert. Ups. Naja, egal. 32 Health. Health Region wäre eigentlich geiler, aber naja, scheiß drauf. So. Ja, unser Team gewinnt eigentlich jede Lane, bis auf die Top Lane. Ich gehe jetzt hier. Ups, what the fuck? Ah, ich schaff's nicht mehr, schade. Den Vex, den könnte ich eigentlich richtig leicht killen. Mit Ulti? Ja, doch, den zerstören wir jetzt. Jetzt gibt's Beef, Jungs. Jetzt gibt's Beef. Was? Nein, er hat's überlebt. Kein Ulti. Oh, nice. Okay. Ich dachte schon. Vierer Killstreak. GG, sage ich dann nur. Okay, jetzt sind wieder zwei Gegner tot. Keiner von uns. Ich pushe jetzt die Toplane ein bisschen. Mit meinem richtig krassen. Mein Damage ist schon richtig genial dafür, dass ich so krass tanky bin. Oh ja, ich glaube, der Ace wird mein neuer Lieblingschamp. Neben Vermillion. Ist auf jeden Fall richtig geil. Ja, aber dieser Boo, der ist auch richtig tanky und macht auch schon richtig geilen Damage. Also, bisher, also eigentlich gefallen mir alle Champs. Ich habe jetzt noch nicht alle gezockt, das Problem. Aber eigentlich bisher von jedem, den ich gezockt habe, haben mir einige Sachen ganz gut gefallen. Ja, bis auf den Vex. Da muss ich sagen, war eigentlich, die Ulti ist ein bisschen überflüssig. Weil die halt doch im eigentlichen Sinne ist sie recht nutzlos. Also man springt halt hin und her mit der Ulti, also über die ganze Map teilweise. Ist in gewissen Situationen geil, aber wenn man wegrennt, also wenn man Damage bekommt, kann man sie nicht aktivieren. Und somit ist es, wenn man verfolgt wird und gerade übelst den Damage frisst, doch recht nutzlos, die Ulti. Ja, und dieser Bude springt auch einfach hin und her, wie er lustig ist. Ja, ich will auch ein paar Last Hits. Also wir kriegen ja das Geld gleich, aber nein. Ihr wisst, was ich meine. Da geht's einfach so ein bisschen auch ums Ego. Okay, zweiter Top Tower. Ich würde jetzt vorschlagen, wir machen einfach Syndera. Oder wir pushen einfach durch. Das können wir natürlich auch machen. Kryptos brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber schlecht wäre er natürlich nicht. Also ich wäre jetzt für Syndera. Also. Wow! Zack, nice. Oh. Ich fresse zwar schon ziemlich viel Damage, aber so im Großen und Ganzen kriegen die mich nicht mehr down. Weil ich so krass viel Leben habe. Also ich wäre jetzt wirklich für Syndera. Wenn mir da irgendjemand helfen würde, wäre das genial. Okay. Wir könnten jetzt sogar finishen. So. Jetzt mal schauen, was wir hier so schaffen. Ah. Oh, verdammt.
Oh verdammt, oh verdammt, help me, help me, help me, help me, help me. Er greift ja immer noch nicht an. Da! Gib mir mal Items hier. Ja, kommt doch, greift doch weiter an. Es ist doch nicht sein Ernst. Da ist er jetzt ernsthaft mit vollem Leben weggerannt und... Ja, ich verstehe, was daran so schwer sein soll, aber anscheinend wollen die einfach so durchpushen und damit gewinnen. Naja, gut. Soll mir auch recht sein, ist mir echt recht egal. So, activate the stone, damage nearby enemies, active, save the attack speed. Ah, okay, es ist sowas wie gefrorenes Herz. Genial, okay, hol ich mir das. Ja gut, dann machen wir das nächste Endeavor, dann gehe ich jetzt einfach top durchpushen und dann beenden das Ganze. Ich meine, ach, weil, es lohnt sich gar nicht mehr durch. Ja, mit Kryptos wird es halt 10-mal schneller gehen. Ja. Ups, nein, Mittel. We's not expecting it. Naja, gut. Finde ich jetzt nicht so leicht. Also die Top-Lane war jetzt nicht so leicht. Also diese Lady Tinder, die war eigentlich richtig krasser Gegner. Der Vex war jetzt auch nicht so schlecht. Also kann ich jetzt nicht bestätigen, dass es jetzt so leicht war. Schwierig war es jetzt auch nicht, aber... Eins der leichtesten Games, die ich bisher hatte, war es auf keinen Fall. Naja, jetzt müssen wir nur noch auf den fetten Affen warten. Ich finde das so lustig aus. Es sieht halt aus wie so ein Schwaul. Als hätte er einfach so ein Real-Life-Bild von einem Affen reingepinkt. Reingefotoshoppt. Okay, Kritos ist pushing middle. Okay. Boah! Genau, 10 Jahre später aktiviert er dann nochmal sein scheiß W. Egal, der fette Affe kommt und wir finishen wahrscheinlich jetzt dann eh. Jo. Der Schild da übrigens, der geht vorher noch down bevor. Ha! Oh, Dead Chaos. Dead Chaos. So. Okay. GG. GG, es ist vorbei. Kryptos zerstört den Nexus und damit danke fürs Zusehen. Ja, kann ich da nur sagen. War eine wirklich nette Runde. Ach, Moment mal noch GG. Schreiben, sonst ist das Ganze ja nicht fair. Danke fürs Zusehen, macht's gut, haut's rein und ein geschmeidiges 5, 2 und 10 Assists. Macht's gut, haut's rein, ciao, ciao.